Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist beim Weltcup auf der Freiluftbahn im japanischen Tomakomai trotz einer engagierten Leistung knapp an einem weiteren Top-10-Resultat im Massenstart vorbeigelaufen. Die 46-Jährige aus Berlin belegte zum Abschluss des zweiten Wettkampftags am Samstag den 11. Rang. Roxanne Dufter kam als zweite deutsche Starterin beim Sieg der südkoreanischen Olympia-Zweiten Kim Boreum auf den 17. Platz. Pechstein gestaltete ihr Rennen aktiv und bemühte sich in den Zwischensprints um Punkte. Die zwei gesammelten Zähler reichten letztlich aber nicht für einen Platz unter den besten 10, da ihre punktgleichen Rivalinnen Melissa Whyfield, Niederlande, und Saskia Alusalu, Estland, das Ziel vor Pechstein erreichten. Beim ersten Weltcup in Obihiro, Japan, war Pechstein Sechste geworden.